Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Jagen mit Pratze. Und wie ihr seht, wir sind hier wieder auf Medved Taiga unterwegs und wir machen mit unserem Elch Great Wand Grind weiter. Ich war in der Zwischenzeit ziemlich fleißig und habe mir so ziemlich versucht, alle Trinkgebiete, die es hier gibt, anzuschauen. Ja, ich kann ja mal so einen kleinen Ausflug auf die Map hier machen. Hier fangen wir jetzt wieder an. Das war ja der Beginn, wo wir eigentlich die ersten Trinkzonen uns gesucht haben. Dann hier alles voll mit Trinkzonen, die ganzen Seen hier, da unten. Ich habe mir wirklich alles angeschaut, habe auch mal durchgezählt. Es sind über 100 Zonen. Es ist einfach nur krass, vor allem, das geht halt bis hier hoch aus der Map raus, ja, also absolut, absolut crazy. Das Einzige, wo ich nichts gefunden habe, das hier sind nur Moschustierzonen, da habe ich keine Trinkzonen für die Elche gefunden, auch an diesen beiden Seen nicht. Ja, aber ansonsten, es ist so ein krass aufwendiger Grind und ich dachte mir, ich mache jetzt einfach mal wieder eine Folge, wo ich euch mitnehme. Und wir schauen es uns jetzt an und ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich weiß nicht, ob ich euch alles zeige, was ich jetzt auf diesem Run schießen werde. Ich kann euch nicht versprechen, dass ich alles, was wir geschossen haben, zeige, wie wir es wieder einsammeln. Wir grinden jetzt einfach mal richtig hart und ja, in diesem Sinne habe ich natürlich auch jetzt für so ein Video mal ein paar andere Waffen noch mit dabei, damit wir uns auch andere Tiere anschauen können. Nehmen wir doch einfach mal so ein Moschustier hier mit. Da habe ich auch so viele Zonen gefunden. Also da könnte man auch einen richtig guten Grind machen. Habe auch dafür noch keinen Diamond. Und ja, in diesem Sinne gehen wir rein in den Grind. Und ja, ich habe auch keine Ahnung, wie viele Elche ich schon geschossen habe. Ich weiß nicht, wie die anderen YouTuber das immer machen mit dem Mitzählen. Ich denke mal, die schießen strikt nur Elche und gehen dann in der Statistik mit dieser Gesamtstatistik der erlegten Tiere. Ich habe das jetzt nicht gemacht, aber naja, was ich sagen kann, es sind safe unter 1000 und keine Ahnung, ein paar hundert werden es schon sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, aber ich finde es auch nicht so wichtig. Also, kommt mit, wir gehen auf den Grind und schauen einfach mal so, was passiert. Oha, eine Schecke, Level 3. Es war gerade hier eine übelste Durststrecke. Hier, das ist so ein Abschnitt, da gibt es irgendwie nur Moschustiere oder nur Zonen für die... Ey, ist das krass. Absolut krank. Yes. Okay. An der Stelle hier, wenn wir den hier haben, kann ich euch auch noch erzählen, ich hatte einen melanistischen Elchbullen und der hat über 200 gescored und war Gold. Habe aber leider beim Grinden überhaupt nicht gesehen, dass der melanistisch ist. Habe deswegen gar nicht aufgenommen. Und ja, den kann ich euch jetzt mal einblenden. Den werden wir uns nachher auf jeden Fall in der Trophy Lodge anschauen. Und ja, wenn wir den hier jetzt haben, den natürlich auch. Alter, ist das cool. Wir gucken mal, auf welcher Entfernung der ist. 254, den kann ich jetzt noch nicht callen. Gehen wir noch ein bisschen näher ran. Ja, geil. Ich habe jetzt aber keinen Bogen oder irgendwas dabei. Ich glaube, ich werde den auch ganz einfach... wobei, wisst ihr, was wir machen können? Wir können so ganz risky den mit der FL... Nehmen, komm, das machen wir jetzt einfach. Ja! Herzschuss mit der 303. Richtig geil. Wenigstens so ein bisschen was Besonderes für diesen sehr besonderen Elchbullen. Und jetzt hoffentlich scoret er in der oberen Range. Wobei, ich glaube, das Geweih war jetzt echt nicht groß genug für eine 240er Score, was da oben dran stand.
Ich hoffe halt, dass der Gold macht, weil es wäre schon richtig cool. So eine goldene Schecke und dazu noch einen goldenen melanistischen. Richtig cool einfach, ey. Es geht ja schon mal echt gut los. Bin ich sehr, sehr happy drüber. So. Ja, ihr kennt mich. Ich brauche immer irgendwie so ein Bildchen. So. Wir machen aber jetzt gar nicht mal so viel rum. Und leider Silber, der hat ganz unten, der wurde ja 189, war der unterste Range, habe ich mir aber schon fast gedacht, weil bei diesem Rack, ganz ehrlich, das ist einfach nicht Gold. Ja? Nichtsdestotrotz, ich freue mich darüber natürlich trotzdem total. Und ja, wir machen jetzt noch ein paar schöne Bilder hier. Wie immer, ihr kennt mich. Richtig cool. Ja, dann tun wir den natürlich ausstopfen, ganz klar. Und jo, schöner Herztreffer mit der, hier sieht man es, British 303 FL Sporter 303 poliert. Richtig, richtig schöne Trophäe. Und ja, die nehmen wir uns natürlich mit. Okay, ich muss sagen, außer dass es hier aggressive Elchkühe gibt, war jetzt bis jetzt dieser Flusslauf gar nicht so erfolgreich. Natürlich haben wir unseren Schecken bekommen, ja. Das ist, okay, jetzt wird es besser, glaube ich. Aber ansonsten hier Level 2 ja ganz viele gesehen. Und halt Elchkühe ohne Ende. Was ist jetzt hier los? Ein paar Auerhähne noch am Start. Guck mal, da kommen die hier irgendwie alle raus. Ganz interessant, der ist jetzt hier noch ziemlich weit weg. Der macht im Gegensatz zu unserem Schecken, macht der dann schon Gold. Und ja, schade, wäre mir natürlich lieber gewesen, es wäre jetzt andersrum. Aber ich freue mich total über diesen Schecken, auch wenn der kein Gold ist, sondern Silber. Da ist alles cool. Und hier haben wir den nächsten Level 3er. Der sieht auch aus, als könnte er Gold machen, ja. Also, warten wir mal ab, bis er hier aus der Animation raus ist. Und dann schön in die Lunge rein. Das sollte doch gepasst haben. Ja, er geht runter. Und so geht das am laufenden Band praktisch. Hier sind Wildschweine am Start. Wölfe jetzt hier schon wieder. Oh, da habe ich jetzt aber auch keinen Bock, angegriffen zu werden. Wegen denen habe ich auch immer mal wieder eine Zone verloren. Ja, flüchtet mal hier bitte. Das wäre mir persönlich ganz, ganz recht. Da waren jetzt 2 Siebener drin. War eigentlich ganz cool, so. So, hier haben wir jetzt den ersten Elchbullen. Das war Level 3, der hat auch nicht Gold gemacht, ja, 191,97. Oh, das war ein bisschen knapp, durch Schulterblatt durch. Aber alles kein Problem, war noch ethisch korrekt. Hier noch den zweiten Level 3 Elch, den ich mit einem Goldpotenzial beschimpft habe. Nein, der ist sogar kleiner als unsere Schecke. Also von dem her, Bratze, du hast einfach keinen Plan, ja. So richtig gut einschätzen kann ich das wohl dann doch noch nicht. Okay, wir sind jetzt hier unten oder wir bejagen jetzt hier diese Seen und haben jetzt hier eine Gruppe von Elchen. Da ist ein Dreier dabei, aber da ist auch noch was ganz anderes dabei. Schaut euch den hier mal an. Der ist richtig groß. Der ist zwar Level 4, aber das ist ein richtiger Trümmer. Ich weiß zwar nicht, ob der Paddles hat vorne, aber der könnte laut Skorkes auf jeden Fall Diamant machen. Das müsste noch ein Zweier sein, ja. Also das heißt, wir haben hier 2 Elche, die wir beschießen können. Wir fackeln hier nicht lang rum. Ja, da sollten wir doch in beide reingekommen sein, hoffentlich. Hier nochmal einen hinterher. Ja, das dürfte passen.
Und da bin ich echt mal gespannt, was der so scored. Jetzt können wir es uns endlich mal anschauen. Und wie ich mir dachte, dem fehlen vorne diese diese Paddles oder wie man die nennt. Die fehlen dem komplett. Also der wird niemals Diamond machen. Ganz sicher nicht. 260, trotzdem eine geile Score. Lungentreffer. Richtig cooles Rack. Schöner, großer Level 4er. Gefällt mir. Nehmen wir mit. Jetzt hatten wir ja noch den anderen. Da haben wir aber ja noch einen zweiten Schuss drauf abbekommen. Das heißt, der müsste eigentlich auch down gegangen sein. Wir schauen es uns an. Wir setzen unseren braven Günner drauf an. Und der wird uns da schon zeigen, ob das passt oder nicht. Ja, der scheint auch hier schon. Ja, natürlich findet er den auf Anhieb. Wunderbar. Günner, du bist ein braver Hund. Richtig gut. Toll gemacht. Sauber. Ganz, ganz gut. Kriegst ein Leckerli dafür. Und ja, ich sag's euch, seit diesem Update fliehen die Tiere einfach ein bisschen schwieriger, als das bisher war. Und da ist es mittlerweile echt sinnvoll, dass man sich da einen Hund mitnimmt. Ist auf jeden Fall meine Erfahrung. Okay, wir sind jetzt hier wieder an einem See und hier haben wir hier schon wieder so einen Störenfried, ja, auf 150 Meter. Ich würde mal sagen, da fackeln wir jetzt nicht lange rum. Wenn der noch einmal hier langsam macht, dann ist er dran. Zack! Und er droppt. Das muss eine Lunge gewesen sein. Die vermasseln einem echt ziemlich viel hier. Und da haben wir ihn schon. Level 5 Lunge, wie schon erwartet. Gar nichts Besonderes. Aber ja, man muss die ab und zu einfach mal mitnehmen. Okay, wir kommen hier mal wieder in eine Zone, wo wir einen Level 4er haben. Ihr seht hier, es stehen hier lauter kleine Elche rum. Weibchen, Level 2, Level 2. Und hier haben wir, wie gesagt, einen Level 4er. Dem werden wir jetzt mal versuchen, einen Herzschuss anzutragen. Und das hat geklappt. Perfekt. So, hier 239. Ist gar nicht von schlechten Eltern, ja. Kann man auf jeden Fall sehen lassen. Man sieht hier vorne diese, ja, wie nennt man diese Teile? Diese Brow Tines oder was auch immer. Ich weiß nicht, Paddles. Die sind bei diesem Elch auf jeden Fall schon mal ausgeprägt. Und ja, war ein schöner Herztreffer mit beiden Lungenflügeln. Besser geht's gar nicht. Den nehmen wir mit. Und der Grind geht weiter. Ich glaube, wir schauen uns jetzt mal hier oben den See an. Und hier haben wir den ersten Elch, der in seine Zone reinzieht. Falsch, war gelogen. Hier sind noch mehr. Hier haben wir sogar einen Level 4er. Das sieht doch ganz gut aus. Ob das alles passt. Aber ich glaube, den könnten wir einfach mal nehmen. Mit einem Herztreffer den ersten Elch erstmal zur Strecke bringen. Und jetzt schauen wir mal, ob da hinten was gespookt ist. Wäre natürlich schön, wenn der Level 4 Elch noch da wäre. Ah, ne, ist gespookt. Krass. Okay, hier kommen jetzt aber noch welche rein. Scheint ruhig zu sein. Es könnte wieder ein Level 3 sein, oder? Zeig dich mal. Jo, ist Level 3. Sehr schön. Und ansonsten hier entlang. Ich glaube, die andere Zone da hinten ist zu weit weg. Die sehen wir noch nicht. Hier haben wir noch eine Zone. Oh. Oha. Oha, geiler Respawn.
Okay, der ist aber weit genug weg. Ich glaube, wir können uns erstmal nochmal den Level 3 Elch, den wir hier gesehen haben, zur Brust nehmen. Der müsste doch in der Lunge drin sein, hoffentlich. Jo, passt. Ich schieße einfach mal nochmal drauf. Okay, hier haben wir nervösermaßen ein Level 3 auf etwa 300 Meter. Können wir auch mal versuchen. Jo, das sollte eigentlich auch passen. Mit einer einzelnen Lunge. Jo, das passt. Ist natürlich krass, was man hier jetzt für Wege hat, um die beschossenen Tiere einzusammeln. Aber so ist es nun mal einfach. Und ja, damit fangen wir jetzt gleich mal an. Und dann freue ich mich schon riesig drauf, mir hier diesen Level 5er, der mir hier reingespawnt ist, abzuholen. Es trägt langsam Früchte hier mit dem Grind. So, hier haben wir unseren Level 3. Den haben wir direkt mit einem Herzschuss erwischt. Ja, nichts Besonderes. Aber, wie wir hier hinten sehen, der Level 5 steht breit. Und ja, wenn ich mir den so anschaue, bin ich mir echt nicht sicher, ob der Diamant machen kann. Also irgendwie sieht er schon groß genug aus. Aber wir wissen alle, dass die Elche sehr, sehr gerne trollen. Ich werde es jetzt einfach mal versuchen. Eigentlich steht er perfekt breit. Ich möchte jetzt nicht riskieren, dass er sich nochmal dreht. Wir lassen das einfach mal auf 300 genullt. Und tragen den Herzschuss an. Ja! Yeah. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass der trollen wird. Okay, lasst uns hoffen. Lasst uns hoffen auf unserem zweiten Dia, wobei die Hoffnung ist sofort weg. Schaut es euch an, hier fehlt komplett einmal dieses Paddle da vorne dran. Fehlt komplett. Das wird kein Dia sein. Das habe ich jetzt zwar auf die Schnelle gar nicht realisiert, aber ihr seht selber, 270 knapp unter Dia, trotzdem irgendwie echt eine schöne Trophäe. Unser zweiter Level 5, richtig nice. Also das gibt mir gute Hoffnung, dass hier jetzt auch tatsächlich mal die Level 5er reinkommen. Das war für mich jetzt schon so ein bisschen, hätte für mich echt schon ein bisschen früher sein können, dass ich da mal wieder einen sehe. Ich sammle jetzt da vorne noch die anderen ab. Weiß nicht, ob ihr das dann sehen werdet. Ich meine, man muss das nicht alles immer drin haben im Video. Und dann habe ich lieber vor, mit euch noch einiges an Strecke im gesamten Grind abzudecken und euch dann einfach immer so die besonderen Sachen oder zumindest Level 4 Abschüsse zu zeigen. Okay, Leute, wir haben hier jetzt auf sehr kurzer Distanz einen Auerhahn und der greift einfach mal an. Der will es einfach hart wissen jetzt. Die sind so krass, diese Viecher. Dann werden wir dem mal einen vor den Bug geben, ja? Das geht ja mal gar nicht, was der hier macht. Juhu. Bumm. Oh Mann, ey. Was man hier alles auf dem Grind erlebt, ist schon irgendwie witzig. Ich bin hier jetzt zwar sehr in der Nähe von einem See, der Auerhahn war jetzt nichts Besonderes, aber besonders war irgendwie schon, dass der uns hier jetzt so angegriffen hat. Ich finde, irgendwie hat es was, diese kleinen frechen Viecher, ja. Okay, Leute, wir kommen jetzt zum See, der so ziemlich abseits ist. Da gehe ich relativ selten hin, aber wie ihr sehen könnt,
Auch hier gibt es Elche. Oh, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. The Great One! Okay. Nee, jetzt, oder? Scheiße, ist er jetzt gespookt? Ich weiß es nicht. Der war auf jeden Fall alarmiert gerade, oder? Oh Mann. Ich bin komplett sprachlos, wie ihr merkt. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich machen soll. Das war jetzt aber ein Brunftschrei. Alter, wir haben den Great One. Okay. Oh ne, warte mal. Ah, doch, da. Ey, ich glaub's ja nicht. Scheint aber ein normaler Felltyp zu sein. Alter, da ist einfach der Great One Elch. Yes! Guckt ihn euch an. Einfach hier auf 27 Meter. Was mache ich denn jetzt? Naja, auf jeden Fall mal ein paar Fotos. Okay. Wir haben den Great One. Wir haben den Great One. Wir haben gerade mal einen Diamant und wir haben schon den Great One. Ey, ne. Ich überlege gerade, ob ich jetzt eigentlich lieber hätte nochmal irgendwie zu einem Zelt gehen sollen und mir irgendwie eine coole Waffe dafür holen oder was auch immer. Aber ganz ehrlich, das ist mir jetzt scheißegal. Ich wollte einfach jetzt den Schuss nehmen. Das Geweih ist richtig cool. Zwar nicht das Lieblings-Great One-Geweih, aber egal. Hallo? Oh, jetzt kommt die Sonne auch noch so schön raus. Alter Falter. Wir haben ihn einfach. Jetzt werden wir erstmal die Trophäe bestätigen. Seid ihr bereit? Der Great One, ich hab ihn. Oh Mann, 188,5, ja, da wäre nicht mal ein Diamant, weil eben halt die Wertung für den Elch auf die Schaufeln bezogen ist. Krass, 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 krass. Ey, es ist einfach nur vollkommen sprachlos. Sofort ausstopfen. Und ja, TrueScore, muss man natürlich auch noch ein schönes Bild machen. Ich weiß gerade echt nicht so richtig, was ich sagen kann. Jetzt auf jeden Fall erstmal noch ein paar Bilder von ihm machen. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass... jetzt schauen wir uns auch mal den Treffer an. Das können wir jetzt auch noch mal hier festhalten. Beide Lungen und Herz. Perfekt. Dass irgendwie aktuell viele diese speziellen Feldtypen bekommen beim Great One, und wenn die den dann in die Lodge stellen, dann ist er einfach normal. Wir haben den jetzt in hellbraun, deswegen ich finde es ganz okay so.
weil es eben diesen komischen Bug gibt. Und es wäre natürlich sehr bitter, jetzt irgendwie so einen richtig schönen Felltyp zu bekommen, der dann nachher einfach nicht als das angezeigt wird, als was man ihn geschossen hat, ja. Hey, also ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Wir nehmen den an und jetzt gehen wir mal sofort in die Lodge und stellen den auf. Schauen uns noch unsere Schecke an, schauen uns noch unseren Miller an. Ey, das ist absoluter Wahnsinn. Ja, ich hätte nie gedacht, dass ich jetzt schon hier einen Great One habe. Es ist jetzt nicht so, dass ich überhaupt nicht gegrindet hätte, aber ich habe, wenn ich es jetzt mit dem Rothirsch oder mit dem Weißwedel vergleiche, ich habe jetzt noch gar nicht mit einem Great One gerechnet. Krass, hier habe ich den bekommen. An diesem See hier, so abseits. Absolut crazy. Was soll ich sagen? Wir haben den Great One und wir gehen jetzt in die Trophäenhütte und schauen uns den einfach an. Willkommen in meiner Trophäenhütte und als erstes schauen wir mal auf den melanistischen Elch, den ich bekommen habe. Leider habe ich überhaupt nicht gesehen, dass der melanistisch ist. Ihr seht es vielleicht auch selber, das sieht man jetzt ja mit Sicherheit nicht auf den ersten Blick. Ich dachte eigentlich, das wäre ein ganz normaler, aber er ist tatsächlich melanistisch Gold 221,4. Richtig geiles Teil. Hier hängt noch unser Dia. Das ist der einzige Diamant-Elch vom Grind. Ich bin völlig schockiert. Und wir hauen jetzt hier aber nochmal den Gescheck drauf, damit wir den auch mal sehen. Das ist also unsere Schecke von der heutigen Jagd. 189,3, knapp nicht Gold geschafft. Ja, aber ja, ein wunderschöner Elch. Bin total zufrieden damit, auch wenn es jetzt kein Gold ist. Aber wir haben jetzt zwei Rares, einen Dia und einen Great One. Und zu dem kommen wir jetzt. Und hier ist er. Unser Great One Elch. Absoluter Wahnsinn. Neben unserem Great One Whitetail steht jetzt der Great One Elch. Und es ist einfach nur heftig. Weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe das Gefühl, der kam relativ früh im Grind. Ich habe, wie gesagt, nicht mitgezählt. Ich schätze mal so, knapp über 200 Kills müssten es gewesen sein. Arg viel mehr kann es eigentlich nicht gewesen sein. Ich bin super happy. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe gemerkt, die Aufnahme war total chaotisch. Im Grind hin und her. Es ist ja eigentlich immer das Gleiche. Man schießt einfach Level 3 und Level 4 Elche. Aber ja, ich zeige ihn euch nochmal aus der Nähe. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und hoffe, euch macht es Spaß, wie ich meine Videos mittlerweile mache. Und wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und Happy Hunting to you.